Herr Brendlin, die Allianz Real Estate gehört zu einem der führenden Investoren im deutschen, aber auch internationalen Immobilienmarkt. Welche Immobilienklassen werden für Sie in der Zukunft insbesondere von Interesse sein? Wir werden, wie auch in den vergangenen Jahren, weiterhin vorwiegend in Einzelhandels- und Büroimmobilien investieren. Wir haben darüber hinaus seit einigen Jahren ein sehr erfolgreiches Joint Venture im Bereich der Logistikimmobilien, welches wir gedenken, weiter auszubauen. Das sind ja nun zwei Segmente, das Büro, das Wohnen, das haben Sie nicht genannt. Sind das zwei Bereiche, die Sie momentan für nicht so spannend halten? Bei Wohnimmobilien sind wir seit langer Zeit bereits investiert, weil die Allianz bereits in den 50er und 60er Jahren Wohnimmobilienportfolios aufgebaut hat. Aufgrund der derzeitigen Preissituation und dem Hype, insbesondere auf dem deutschen Markt, aber auch auf anderen ausländischen Märkten, investieren wir dort nicht weiter. Ausnahme ist Amerika, wo wir vor 3 Jahren ein Multifamily Joint Venture begonnen haben, auch mit sehr schönen Resultaten. Auch dort werden wir weiter investieren. Wenn Sie vom Hype sprechen, dann meinen Sie schwerpunktmäßig die Wohnimmobilie. Die Büroimmobilie ist sicherlich an manchen Standorten in Deutschland mittlerweile auch überhitzt. Würden Sie da auch von einem Hype sprechen? Also mittlerweile, ich darf das ja immer nicht sagen. Ich würde es aber dann dennoch mal probieren, weil wir bei den Preisen deutlich unter den langfristigen Renditen liegen, also insofern teurer sind, als es im langfristigen Mittel so ist. Und ich habe ja heute Morgen noch das aktuelle Thema Hofstadt gelesen, welches veräußert wurde, ist schon teuer, muss man sagen. Die Stimmung der Immobilienbranche insgesamt ist ja immer noch überraschend positiv. Wie empfinden Sie die derzeitige Stimmungslage in Deutschland? Die Stimmungslage ist mir ja immer etwas zu positiv, muss ich gestehen. Also Tatsache ist, dass die Amerikaner im Moment vor einer großen Schuldenkrise stehen, die auch mit Stichtag 8. Oktober 2013 ungelöst ist. Es gibt sicherlich Fragen zu stellen auf der Nutzerseite, ob insbesondere Büroflächen in der Form und in der Größe weiterhin vermietet werden können, erstellt werden können. Der Optimismus bezieht sich sehr auf die Core-Bereiche, das heißt vollvermietete Büro und Büroimmobilien und Shoppingcenter. Sobald wir in den sekundären Bereich hineingehen, auch in B-Städte hineingehen, sieht es dann wiederum ganz anders aus. Und mein Plädoyer ist eigentlich seit Jahren, etwas mehr auf die Mieter zu hören und auf die Mieter zu achten, denn die bezahlen letztlich das, was wir an Rendite erwirtschaften. Wenn Sie auf die Mieter hören, was erzählen die? Was suchen die Mieter in der Zukunft nach Ihrer Einschätzung? Die Mieter suchen in jedem Fall effizientere Flächen, preiswertere Lösungen. In vielen Städten, Großstädten ziehen die Mieter aus den Innenstädten heraus, weil die Mieten dort so hoch sind, die Erreichbarkeit nicht so gegeben ist. Wenn Sie sich das Beispiel Zürich zum Beispiel ansehen, alle Großmieter in Zürich werden die Innenstadt in den nächsten Jahren verlassen. Sie werden zum Teil ersetzt durch Wirtschaftskanzleien, durch Anwälte, Wirtschaftsprüfer. Aber ich sag mal, der typische Bankmieter oder der typische Versicherungsmieter, der früher in der Innenstadt gemietet hat, geht eben zunehmend aufs Land hinaus. Die Allianz ist dafür auch das beste Beispiel. Spricht das nicht so ein bisschen gegen die Tendenz, dass viele Investoren sich momentan auf die Innenstädte, auf die Core-Immobilien konzentrieren? Es ist eine ganz schwere Entscheidung, weil man mit der Innenstadt-Core-Immobilie natürlich historisch immer richtig gelegen hat und mit einer auf dem Land gelegenen Immobilie Schwierigkeiten hat, wenn der Mieter sich dann entscheidet, den Vertrag nicht mehr zu verlängern. Also insofern sind das ein paar knifflige Fragen, die wir im Moment vor uns haben.